Die fünf häufigsten Gründe für eine klopfende Aufhängung. Erstens, Koppelstangen. Anzeichen für einen Defekt. Häufige unterbrochene Klopfgeräusche beim Überfahren von Bodenwellen. Gehe für die Selbstdiagnose wie folgt vor. Stelle das Auto über einer Werkstattgrube ab. Untersuche die Buchsen auf Risse und Verformungen. Vergewissere dich, dass die Koppelstangen kein Spiel haben. Verwende ein Hebeleisen, um einen Hebelpunkt an den lasttragenden Teilen der Aufhängung zu finden. Lege das Hebeleisen gegen diese Teile in der Nähe der Koppelstange an und übe in verschiedenen Richtungen auf den Stabilisator und die Koppelstange Kraft aus. Wenn die Komponenten defekt sind, ist spürbares Spiel vorhanden. Im Laufe der Zeit verliert die Baugruppe, unabhängig von der Art der Verbindung der Koppelstangen, an struktureller Steifigkeit. Dies führt zu Spiel und ungewöhnlichen Geräuschen. Diese Teile sind nicht reparierbar und müssen ausgetauscht werden. Zweitens, Domlager. Anzeichen für einen Defekt. Ein metallisches Klopfen oder Gummiquietschen beim Fahren auf unebenen Straßen oder beim Drehen des Lenkrads. Diagnoseschritte. Entferne die Abdeckung des zu testenden Lagers. Lege einen Unterlegkeil auf den Boden und ein Brett unter das Rad, an dem du arbeiten wirst. Tritt auf das Ende des Brettes, um Druck auf das Rad und die Aufhängungskomponenten auszuüben. Überprüfe das Lager. Eine bewegliche Kolbenstange deutet auf eine gebrochene Aufnahme oder eine lockere Mutter hin. Ein intermittierendes Geräusch ist außerdem ein Zeichen dafür, dass der Gummidämpfer beschädigt ist. Bitte beachte, die offene Konstruktion des Lagers ermöglicht es dir, die elastische Komponente auf Risse zu untersuchen. Um den Defekt zu beheben, sollten neue Lager eingebaut werden. Drittens, Traggelenke. Anzeichen für einen Defekt. Klopf- und Knarrgeräusche beim Manövrieren oder Überfahren von Bodenwellen. Ein ungleichmäßiger Reifenverschleiß oder das Auto schert plötzlich in die falsche Richtung aus. Kontrollmethoden. Verriegle das Lenkrad, bocke das Fahrzeug auf und sichere es. Greife das Rad und bewege es horizontal und vertikal hin und her. Von einem klopfenden Geräusch begleitetes Spiel weist auf einen Defekt hin. Untersuche die Schutzkappen auf Schäden. Feuchtigkeit und Schmutzansammlungen weisen auf ein undichtes Teil hin. Achtung! Die Diagnosemethode durch Ruckeln am Rad oder mit Hilfe eines unter dem Achsschenkel und dem Achslenker platzierten Hebeleisens ist dann sinnvoll, wenn das Traggelenk fast vollständig verschlissen ist. Erst dann beginnt der Kugelzapfen, sich vertikal zu bewegen. Achte darauf, die Schutzkappen nicht mit dem Hebeleisen zu beschädigen. Defekte Teile können nicht repariert werden und müssen ausgetauscht werden. Viertens, Spurstangen. Anzeichen für Defekte. Klopfgeräusche beim Fahren über kleine Unebenheiten oder auf Schotter, Lenkradvibrationen und ungleichmäßiger Reifenverschleiß. Diagnoseschritte. Verriegle das Lenkrad, bocke das Fahrzeug auf und sichere es.
Bewege das Rad horizontal ruckartig hin und her. Wenn die Komponenten Spiel haben und ein Geräusch von ihnen ausgeht, bedeutet dies, dass die Spurstange oder der Spurstangenkopf defekt ist. Vergewissere dich mit dem Hebeleisen, dass das Gelenk kein Spiel hat. Defekte Spurstangen und Spurstangenköpfe beeinträchtigen die Lenkpräzision, sodass diese Teile schnell ausgetauscht werden müssen. Fünftens, Buchsen. Anzeichen für Schäden: knarrende Geräusche, ungleichmäßiger Reifenverschleiß, schlechte Lenkung, Bremstauchen und Anfahrnicken, Lenkradvibrationen. Stelle das Auto über einer Werkstattgrube ab und überprüfe Folgendes: die Elastizität der Buchsen mit Hilfe des Hebeleisens. Den Zustand der Gummikomponenten durch eine Sichtkontrolle. Mit der Zeit verlieren die Gummiteile ihre Elastizität und verschleißen. Diese Gummimetallkomponenten können nicht repariert werden. Sie sollten stattdessen durch neue ersetzt werden. Manchmal wird das Geräusch oder Klopfen durch andere umliegende Teile verursacht, die defekt sind. Überprüfe außerdem den Zustand der Halterungen und Befestigungen der Abgasanlage. Ob die Ersatzradschrauben festgezogen sind. Den Zustand der Fahrwerksfedern. Die Bremsbeläge und Bremssättel auf Spiel. Wichtiger Hinweis: stelle nach der Reparatur der Aufhängung sicher, dass du die Spur wieder einstellen lässt. Bringe dein Auto dazu in eine Werkstatt, die über ein spezielles Achsvermessungsgerät verfügt.